Freunde, herzlich willkommen zum Edeltalk zusammen mit Dominik und Kevin. Wir sind heute in Berlin und haben zwei wundervolle Gäste aus Frankfurt mit dabei. Wir haben heute Chilo und Abdi mit dabei. Was geht ab, Jungs? Ich kann es nicht fassen, Digga. Wie geht's euch, Männer? Was geht ab? Chilo und Wert 5 in the house. Danke für die Einladung. Ewa, Abdi Süd in the house. Was geht, Leute? Gebt euch Bös. geil. Wir haben ja gestern hier in Berlin eine Show gedreht, eine kleine Gameshow, deswegen seid ihr quasi auch hier, ne? Oder habt ihr ja auch noch anderen Stuff gemacht? Oder wir sind ausschließlich deswegen hier. Ja? Wir haben so Sushi-Sachen gemacht gestern. Wir waren Sushi-Essen gestern. Geil. Also habt ihr gestern noch nach der Show gemütlich gemacht, oder wie? Ja. Genau, was Schönes gegessen noch gehabt. Geil. Und dann auch schon in die Hotelzimmer zurückgezogen, bisschen telefoniert mit Familie, bisschen Fernsehen geguckt, Reportage, Doku über französische Vorstadt-Gangs. Digga, wann hast du gestern Fernsehen geguckt? Ich habe gestern auch Fernsehen geguckt, da lief ZDF Info. Auf ZDF Info lief es. Er hat zufälligerweise in seinem Zimmer auch geguckt. Also ich gucke immer, ZDF Info läuft bei mir im Hintergrund oder Arte oder sowas. Genau. Das ist immer gute Doku. Guckt ihr so natürlich, so? Natürlich, ja. Geil. Also ich guck lieber so Dokus anstatt Serien. Oh, okay, check. Serien, die machen so behindert so. Ja, man so blödet davon. Das kennt man auch schon alles. Das hat genau, man kennt alles. Das hat man doch schon alles erlebt. Also, ja, das heißt, von aktuellen Serien schaut ihr gar nicht so? Oder habt ihr doch so ein, natürlich, zwei Sachen, man muss auch mal neutralisieren mit ein bisschen Trash wie Frauentausch. Frauentausch hattest du gestern gesagt, genau erwähnt hatten, so ist es ja nicht. Nicht, dass du denkst, gestern habe ich einen auf, ich gucke Trash-TV gemacht und heute mache ich einen auf, ich bin kultiviert. Gebildet, mein ekler Bruder. Aber nein. Zum Neutralisieren braucht man dann auch mal so einfach Two and a Half Men, wo noch Charlie Sheen mitgespielt hat. Die alten, die alten Folgen. Wo Drake noch, Jake noch klein Drake. Ist. Jake noch klein ist. Das kommt auch richtig, richtig Baba. Vor allem die Uhrzeiten, wo es dann im deutschen Fernsehen läuft, das ist dann so 11 Uhr vormittags. Mhm. Dann läuft so Charlie Sheen, Two and a Half Men. Läuft es da, so für Hausfrauen, so weißt du, Bruder, für Mütter und so, die zu Hause gerade bügeln. Genau. Dann und... Ja, und für Bruder, euch anscheinend. Das auch für euch. Beim Namen nennen. So ist und so kommt es auf jeden Fall. Geil. Ansonsten läuft bei mir sehr viel auch Sky Sport News, muss ich sagen. Das kann man so seid eigentlich so immer laufen lassen. Fußball seid ihr auch drin, ne? Genau, so generell das Sport. Läuft bei mir, wenn der Transfer, die machen es immer geil, diese Transfer. Ja, das machen die richtig mit Breaking News und Breaking so weiter. News. Okay, alles der mögliche. Hat doch Nein gesagt. Ich glaube, genau. bei Fußball sind wir komplett raus. Ja, so ein bisschen. Ich weiß, so Eintracht hat gespielt Champions League, richtig, oder? Genau. Hat gewonnen. Ja, mehr musst du ja eigentlich auch gar nicht wissen, im allgemeinen Fußballwissen. Dann, wenn du das weißt, weiß schon. Dann bist du perfekt informiert. Okay, das weiß ich schon. Über die Fußballwelt insgesamt. Ja, Eintracht hat vorgestern im Champions League Vorrundenspiel gegen Olympique Marseille 2-1 gewonnen. 2-1, ja. 2-1, ein solides 2-1. Genau. Ja, Mann. Ist das ein krasser Gegner? Ich habe gar keinen Plan. Olympique Marseille, Bruder. Oh, ich da bin komplett auf. Ich blamier mich komplett, Digga. Juwelen des Weltfußballs haben da. Jeder Franzose, der in der Vergangenheit mal irgendwie der was gerissen hat, hat bei Olympique Marseille gespielt. Okay. Ein sehr, sehr großer Verein. Die Olympique Marseille-Fans, Anhänger, sind richtig, richtig abgewichst. Ja. Als Eintracht Frankfurt. Die haben die so Hooligans oder? Ja, Bruder, so, nicht Hooligans. Aber Hooligans es gibt sind diese Hooligan-Ehrenkodex-Sachen, so Geschichten. Ja, stimmt ja, schon, ja, richtig. Weißt du, bravo. Chilo, nee, kennst du auch. So richtig. Was meinst du? Obwohl ich gar nicht in dieser Szene involviert bin, so sehr, aber das weiß man. Es gibt da so ein paar so Regeln. Das wenn macht einer man auf nicht. Dem Boden liegt, schlägst du nicht weiter auf den Boden. Ah, und so. Okay. Zum Beispiel. Generell Einsatz von Waffen. Genau. Macht man nicht. Macht man nicht. Und okay. Die sind da mit Samurai-Schwertern und so unterwegs. Was? Ja, das ist schon ein bisschen. Samurai-Schwerter? Ja, das ist so ein bisschen. Bro, unter anderem alles Mögliche. Ein bisschen abgespaced, ja. Die haben das, die mit Sachen Rasierklingen, also die haben Backsteine, die, alles da. Das sind ja die Bonneux-Jungs. Die ins Stadion gehen und die haben die Sache nicht das so ein bisschen so verstanden. Das sind so Vorstadt-Krokodile, die gehen richtig ab, Bruder. Ja, okay, krass. Kennt ihr diese, ich weiß gar nicht, ob du das kennst, es gibt so auf YouTube, wie heißt das, irgendwie so King of the Chamber oder so, ich weiß nicht, wie das genau heißt, das ist so ein YouTube-Channel und da sind so Hooligans, die treffen sich, ich glaube, in Polen oder so. Unter anderem, oder wahrscheinlich da in dem Falle in Polen, ja. Ja, vielleicht gibt es auch mehrere Formate davon, genau. Und dann hauen die sich einfach so bare knuckle, also quasi ohne Handschuhe und so, hauen die sich einfach auf die Fresse, es gibt quasi keine Regeln so richtig. Eins gegen eins, ne? Oder was meinst du? Ja, eins gegen eins in so einem, ist wie so ein Cage-Fight. Ja, ich kenne das, ich weiß, was du meinst, Bruder. Ja. Da gibt es auch Leute aus Frankfurt, die da teilnehmen, die sind auch richtig stabil auch, am Start und so. Ich will jetzt den Namen nicht nennen, obwohl ja, die es ja selber zugeben, aber trotzdem. Ja, das ist ja aber zu viral, man soll ja, genau, ja, richtig, bravo. Jeder weiß, dass es das gibt, aber wie gesagt, ich kenne auch Jungs aus Frankfurt, die da immer auch richtig abgehen auf jeden Fall.
Und ja. Das, aber wie gesagt, das sind auch Jungs, die das trainieren, die auch Kampfsport trainieren und das ist nicht jedermanns Sache. Natürlich, Gewalt ist sowieso nicht jedermanns, also sollte man nicht so verherrlichen, also auch an die Jugend, das sind auch definitiv ganz auch klare Leute, Fall. Jungs, die trainieren Kampfsport und die messen sich dann halt in, sagen wir mal, in extrem mittelalterlichem Stile. So. Die machen das sehr oldschool halt, weißt du, aber die Sache muss auch leben, also das ist, kann man nicht jetzt. Das ist ein Lifestyle, Bruder. Das ist ein Lifestyle, ja. Das kannst du jetzt nicht jeder rennen und sagen, ja, ich bin. Nein, das würde, also, ey, das würde, also. Ich und weiß deswegen gibt es ja auch so eine Trennung, da gibt es nochmal die Ultras. Ja. Schöne Grüße an die Ultras Frankfurt 97. Genau. Oh, diesen, oh, aber die Ultras in Frankfurt sind schon sehr hooligan-nah, aber nicht, also wie gesagt, die Ultras, da man weiß. Konkrete Unterscheidungen, aber ich möchte es auch nicht zu detailliert hier. Genau, weil das weil ist auch wieder das ist so intern, das geht keinem was an. Okay, check. Die wollen das auch selber check. Für sich behalten. Genau. Aber jeder weiß ja, dass das existiert. Die wollen sich an die große Glocke, die möchten auch nicht damit prahlen, genau, weil es gibt andere Leute, die würden sagen, guck mal, was wir erleben. Und ich dachte, was das ist so. Ich dachte, das ist so. Nee. Es ist auch ungern gesehen, zum Beispiel mit Handy im Block und so Sachen. Genau. Ah, wirklich? Ja, das ist auch krass. Deswegen auch, es ist cool auch an alle Fans, wenn die uns im Stadion sehen, aber guckt immer Geduld durch nach dem Spiel oder in der Halbzeit. Ja, man, nicht während des Spiels. Ja, letztes Mal, ich war da dick gereizt, alle. Ich komme zum hart. Spiel. Da kommt einer mitten im Spiel, so, wo gerade auch brenzliche Situation ist. Der sagt, lass mal Bild machen. Ich sag, Junge, schämst du dich nicht? Guck doch mal Fußball an, alle. Champions League wir brauchen hier. Halt mal Fahne oder Schrei oder Schlag auf Trommel, aber vergiss doch mal jetzt diese Bild. Vergiss mal jetzt diese Bild, Junge, alle. Was ist los, alle? Das soll jetzt nicht abgehoben kriegen, aber wir sind doch da, um alle zu Fußball zu gucken. Genau, den 12. Mann zu spielen und dort auch tatkräftig zu unterstützen. Ja, und da guckt man dann noch links, rechts. Ob normal man gerne mit den Kids. Mitmachen. Da kommen auch viele Jüngere und so, die wissen es auch nicht. Genau. Und so, weißt du, aber so wie gesagt, jetzt die es zuhören für Zukunft, wenn ihr wisst, wenn ihr im Stadion seht. Lasst uns. man kann dir nicht böse sein, ne? Nee, aber wie gesagt, komm doch zum Konzert, mein Hitler, oder vielleicht machen wir da mal ein Bild. Ich habe schon nie Konzert gesehen, jetzt, wo du mich zufällig im Eintracht-Stadion siehst, bist du der krasseste Abdi-Fan. Ja, Bruder, okay. Krass. Habt ihr selber gekickt in der Jugend? Ja, ich habe Fußball gespielt in der Jugend bis zur B-Jugend. Ist es, hilf mir ganz kurz, ich bin wirklich komplett raus, Digga. B-Jugend ist bis, ja. Wie viele Jahre ist B-Jugend, Säule? Geht es nach Alter? Geht es nach Alter? Das ist jetzt neu gestaffelt. Das ist, das heißt jetzt U18, U19, U17, U16 und so weiter. Wirklich? Das ist nach Altern jetzt. Okay. Ich glaube, es gibt keine. Wie viele Jahre? 16. Bis 16. 16? Das klingt plausibel, danach andere Interessen gehabt, Bruder. Nur noch viel, du weißt. Ja, viele kacken ab B-Jugend ab, dann gibt Pubertät. Mm. Genau, bei B-Jugend ging es bei mir Mädels los. Dann. So dann, wahrscheinlich. Ja. Dann habe ich meine echten, da habe ich die richtigen Freunde kennengelernt, nicht die Sportler. Die habe ich alle zur Seite gemacht. Da habe ich wahre Freunde kennengelernt. Dann ging es los, Bruder. Crazy, Mann. Ja, ich bin auch in der B-Jugend raus. Ich habe auch gekickt damals, aber das war immer so, man hat immer gekickt, war geil. Und so ab B-Jugend hat es angefangen, dass eigentlich nur noch Schlägerei war. Wirklich, bei uns, das war halt auch so niedrige Dorfklasse. Ja, weißt du? Dann ist viel Schlägerei. Das ganz normal, Kreisliga C, aber, so. Ey, dann vor geht das ganz schlimm. Da muss bei die ganze Zeit. Was? Da muss bei bestimmten Spielen immer Streifenwagen direkt schon mit Schiri kommen. Schiri kommt direkt mit Streifenwagen. So wenn Frankfurt, wenn Goldstein, SC Goldstein gegen Hausen gespielt hat, Bruder, du wusstest schon, okay, gleich kommt Streifenwagen um die Ecke heute und so. Da war schon vorher dabei, weil da wusste man, gibt's immer noch Hektik. Immer noch diese Väter, immer. Die Väter noch an den Seiten, die noch reinschreien. Genau, immer, da gab es doch die Väter, die sich da extra den Tag freigenommen haben und dann da durchdrehen. Ja, Mann. Ja. Sonntag 11 Uhr, Digga. Schön noch schon eine Fahne, Digga, schön besoffen dann und da stehen. Zum Beispiel gab es auch bei uns mehr so mit Schwarz-Tee-Fahne, die Eltern kamen immer. Aber auch natürlich die man helles hier gepetzt habe hier, Frischhoppe hier, ja natürlich, sowas natürlich nicht hier. Ja. Geil, ja stark. Also das heißt, wir waren eigentlich da stehen geblieben, was ihr gestern nach der Show gemacht habt, ihr so übel abgeschweift. Ah, das stimmt, heißt, bei euch ist ganz entspannt, lieber auf Hotel bisschen und Sushi, Bruder, wie gesagt. Und Sushi. Sushi geht immer, aber Digga. Sushi ist doch, also, geil aber nicht Food, überall oder? Sushi, das ist so, das war so ein spezieller Laden. Schon. Wie heißt der Laden, Brü? 893. Kennt ihr jemanden? Wenn ihr mal nochmal in Berlin seid, dann könnt ihr mal bei Steffen Hensler gibt's dieses, da kann man sich so Sterne-Sushi bestellen. Das gibt's auch in Frankfurt. Sorry, da waren wir auch. Ich sag dir aber ehrlich, da war krasser gestern. Ja. Hensler, ne, Respekt. Hensler ist cool. Schöne Grüße an Hensler. Ich war letztens in deinem Restaurant in Frankfurt. Sehr, sehr Baba-Service. Ich war da in Hamburg, waren wir, ne?
Genau, es gibt es jetzt auch in Frankfurt. Okay, wir waren da in Hamburg. Es ist super gewesen, aber das gestern. Boah, war noch geiler. Ja, das ist diese so, 893. Das ist so dieser Yakuza-Code, Bruder. Das ja, ist, genau. Das ist so ein Deadly Combination bei Yakuza-Gesetzen. Oh. Hashtag 893. Wenn einer so anruft, so ein Don, so ein japanischer Don, und sagt: Hier, Dings, Handlanger 893, du weißt und so. Dann schneiden die dir einen Finger ab und schmeißen dich ins Meer, ist, was man so, dass kennt, du nicht mehr gerade ausschwimmen kannst, sondern nur noch im Kreis schwimmst und so, bis du ertrinkst. Oh. Das sind diese alten Yakuza-Methoden. Crazy. Ja, Mann. Und Yakuza war diese japanische Mafia, oder? Genau, bravo. Die älteste Mafia der Welt, mein edler Bruder. Und die Triaden. Und auf jeden Fall, Sushi Baba, Hänsler auch gut. Frankfurt Hauptbahnhof gibt es jetzt, Hänsler auch Restaurant, den Lieferservice. Am hat, Hauptbahnof. Genau, aber doch, genau so bei Brennpunkt. Aber bei uns der Hauptbahnhof ist ja so zwei Seiten, zwei Kontraste. Dann habe ich nur die eine kennengelernt. Ja, ja. Ich habe nur die coole Seite hast du kennengelernt, Bruder. Wir haben die Straßenseite kennengelernt, das ist den Asphalt. Ja, es gibt so einen kleinen Bereich, wo es schon ein bisschen ekelhafter ist. Da gibt es so ein bisschen so einen kulturellen Bereich, wo so ein bisschen so die Migranten so Essen und so anbieten und so. Geil. Und dann gibt es wieder so die Banker-Ecke. Ja. Ist es auch am Hauptbahnhof? Ja, das ist halt am ist Bahnhof. Alles, Bruder, ein Laden ist Junkies also und eine Bahnhof Katja gerade, der andere von, ist schon so wie der Dings, so ganz also anders. Also das Bankviertel ist ja im Bahnhof. Okay, ich dachte, wir haben, also, was wir gesehen haben, war wirklich wild. Also. Nee, da gibt es ja die Towers und so und unter den Towers sind die feinen Läden, da kann man schon Moriki zum Beispiel. Sensakan. Ja. Also, das gibt's geil. In den Towers drin. Ist voll die Billo-Frage, habt ihr wahrscheinlich schon tausendmal gehört, aber habt ihr so ein Lieblingsessen, wo ihr sagt, das, wenn ihr noch so ein Essen... Unterschiedlich, das wechselt sich ständig. Aber in diese Läden, was wir jetzt auch gesagt haben, da gehen wir nicht jeden Tag hin, da gibt man vielleicht einmal in drei Monaten. Da lässt du was Besonderes bleiben. Ja, genau. Ja. Das ist so, geht man, genießt man und so. Ach was, wenn ich jeden Tag vier Scheine für drei Personen essen könnte, dann müsste es nicht besonders bleiben. Nein, glaube ich nicht. Boah, weiß ich was. Spaß, mein Edler, nein. Aber ist es dann geil, ist es dann, also ich finde... Man würde sich auch... Ja, jeden Tag essen mit Feuerwerk und diese Nebel und so. Hör doch mal auf, Bruder. Manchmal würde man doch einfach nur... Ja, manchmal würde man einfach so... Drei Scheine, vier Scheine essen ausgeben, Bruder. Normal. Normal, nee, das ist Quatsch. Ja. Wie ist bei euch so, also... Wir haben vorhin schon so drüber gelabert und dann sind wir irgendwie so aufs Thema gekommen. Geht ihr so feiern? Da sind wir schon raus, Bruder. Wir haben uns überlegt, was habt ihr gestern Abend gemacht? Partys so. Und so, Clubs, da sind wir schon raus. Wir sind auch beide verheiratet, ja, Chilo und ich. Und wir haben so einen ganz anderen Lebensrhythmus. Genau, ja, okay. Und das haben wir dann auch hinter uns gelassen. Gott sei Dank. Gestern habe ich auch gesagt, wir haben ein Unternehmen. Ein Unternehmen ist ja auch Familie zu Hause. Genau, das ist ja richtig. Auch das wichtigste Unternehmen sozusagen. Ja. Familie GmbH. Ja. AG. AG, Incorporation. Ja. Wie kann man sich so, wie kann man sich so vorstellen? Macht ihr so Haushalt auch und so? Ich meine, ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie ihr so privat so, wenn also ihr so wir zu haben Hause keine seid. Butler. Hast du einen Butler? Jetzt mal was. Nein, aber Dings. Ja, nein, ich habe keinen Haushälter, oder so. Nein, ich habe so Bulgis, ich brauche keinen. Also es gibt so Bulgi, den gibt es in 20 und normal, dann macht, normal. Ja, okay, so. Ich aber so. Gott sei Dank keinen, weil mein Vater macht alles auf stabil. Geil. Gartenarbeit und so. Der ist auch immer gut beschäftigt. Aber nein, natürlich haben wir keinen Butler und natürlich helfen wir und natürlich gibt es sonst Kopfnuss von Frau, wenn ich jetzt nicht das und das mache oder dies und das. Also ganz normal, ich muss auch manchmal meine Wäsche falten. Da, wir haben auch ein Kind und... Mashallah. Darf man fragen, wie alt? Oder ich weiß nicht, wie... Der wird 3 und... Oh, krass. Ey, herzlichen Glückwunsch. Sehr cool. Das ist auch große Aufgaben sind es. Also, wie gesagt, auch die Frau zu entlasten und so. Das, ganz genau. Weil wir sind ja auch viel unterwegs, so ist es ja nicht. Das ist und wenn man dann dann da ist, dann will man jetzt, auch wieder jetzt viel gut machen. Jetzt, wo ich jetzt gerade rede, ist meine Frau allein mit dem Kleinen. Und ja, klar. Ja, check. Wenn du so unterwegs bist, dann... Check. Also, das ist krass. Ich glaube, wenn man so ein Kind bekommt, dann... hat das Leben nochmal so einen anderen Sinn, oder? Das ist so, ja, natürlich. Also du komplett. Ja. Vollkommen. Also das kann man auch nur, wenn du in dieser Situation bist, kann man das auch noch checken. Ja, ich glaube, ich check das jetzt noch nicht, aber so stelle ich es mir auf jeden Fall vor. Deswegen genieß die Zeit, solange du es nicht checken musst und dann alles hat seine Zeit, mein Bestes. Alles hat seine Zeit. Safe. Genau. Aber ihr seid ja so krass in Frankfurt verwurzelt, ne? Aber wenn ihr so viel unterwegs seid... Kannst du einen Multivitaminsaft haben, natürlich. Bitte? Wir sind schon auch oft in Berlin eigentlich für uns... Für Mucke, oder? Mucke ist doch hier alles, so ein Ding, alles drum und dran. Jedes, ja. Habt ihr schon mal so überlegt, ey, vielleicht mal so hier hinziehen? War das nicht, schon mal eine... Was heißt überlegt? Aber es wäre nicht schlecht, um eine Wohnung so nebenbei noch eine zu haben. Hier so auf den? Ja.
Wenn aber so aus Frankfurt wegzugehen, ist keine Option. Nein, nein, nein. Wenn, dann vor Frankfurt, aber nicht weiter. Ja, ja, das haben wir jetzt gemacht. Okay. Genau. Ja. Ich bin auch vor Frankfurt jetzt. Normal, ein bisschen ruhiger, wenn man auch wegen den Grundstückspreisen, Immobilienpreisen. Ja. Weil es kam es für mich nicht in Frage, in Frankfurt also, zu wohnen, aber zu arbeiten und privat Freizeit. Das machen jetzt alle Frankfurter so. Also ein Haus. Überall, oder? Überall. Also ein Haus in Frankfurt ist teurer als in Dubai. Ja, krass. Ja. Ich glaube, Wohnungen auch allgemein, oder? Also ja, also gleich wie in Dubai. Ja, ja, ja. Wohnung in Frankfurt kostet viel wie Wohnung in Dubai aktuell. So wild, also in der Stadt selbst ist teurer als Dubai, so der Stadtrand wie Dubai. Ja. So würde ich das sagen. Digga. Und wir sind so eins noch vor dem Stadtrand, genau. Ja, okay, geil. Das ist auch ein bisschen ruhiger. Also habt ihr auch so ein bisschen mit Haus mit Garten? Du meinst Garten? Ja, ja, mit Garten, Bruder. Ja, das ist Haus. Wenn du ja die, das, das ist der Traum. Ja. Mit kleinen Pool, Gott sei Dank, also ja. Das hat man sich ja erarbeitet. Das ist ja. Boah, ich habe gesehen, ich habe vorhin so, wir sind vorhin nochmal so YouTube-Videos durchgegangen. Besuchstag zum Beispiel ist, glaube ich, 10 Jahre alt. Oder? Krass. 10 Jahre. Wann habt ihr angefangen? Sogar ein bisschen noch älter kann sein, Ortag? 12. 12? Mai 12. 12 Jahre? Brü 12, was für 10? Nein, 12. 12. Ja? Also 12 Jahre Besuchstag. Nein. Ich hatte ein YouTube-Video gesehen, glaube ich, also schon 2012, vor 10 Jahren. Mai 2012. Okay, dann ist vielleicht so... Also 10 Jahre jetzt. 10 Jahre oder so, ja. Aber jetzt ein bisschen mehr. Krass. Wann habt ihr, wann hat das Mucke-Ding bei euch angefangen so? Wie alt wart ihr da? Wisst ihr das noch so irgendwie ungefähr, oder? Da, wo ich B-Jugend rausgegangen bin. Direkt. Hab ich Musik auch zufälligerweise angefangen. Ich weiß nicht, man, ich denke mal, jeder, der... Ein bisschen später. Man wächst doch, wir sind doch alle so mit Musik aufgewachsen. Genau. Jeder hat das so. Definitiv. So, jeder hat doch so mal vor dem Spiegel getanzt und gerappt und als Kind so... Safe. Das kommt so einfach. Das heißt, bei euch... In jedem steckt doch ein Poet. Ja. In jedem Menschen steckt ein kleiner Goethe. Das entwickelt sich so. Oder Schiller. Ich meine, du kommst ja nicht auf die Welt und dann weiß man, der wird Rapper, der wird Künstler und so. Nee, safe, so meine ich das nicht. Ich meine nur so... Das ist ja so Entwicklung. Habt ihr so, ein Prozess. So den Moment, wo ihr so euren ersten Song oder so aufgenommen habt, aber es ist wahrscheinlich schon so lange her. Digga, das ist 2002. Boah. Sowas. Oder wann habe ich so, das ist ja so krass. Ungefähr. Cello ja genauso. Zur selben Zeit ungefähr haben wir unsere ersten Songs recorded, gell? Wo du diese J. Joe für 60. Das war bei mir ein bisschen später. Ich glaube 5 oder 6. 2006 oder aha. Ich glaube, bei dir war es auch später. Ich war nicht so früh. Ja, ne, da ungefähr zur selben Zeit. Ja, ich glaube 5, 6. Ja. Diese Ghetto Eisenrad. Ja. So ein Jahr vor Ghetto Eisenrad. Ein Jahr vor Ghetto Eisenrad hat schon so erste Songs auf MySpace. Boah, aber so MySpace noch. Ja, da gab es da noch nicht, oder? Da haben so Haftarbeit geschrieben auf MySpace. Da habt ihr euch kennengelernt? Also der hat uns da kontaktiert. Haftbefehl. Also er hat euch angeschrieben. Da steht nur so Haftbefehl im Eingang so. Stark. Also Digga. Zu der Zeit, wo jeder Haftbefehl gehört hat, steht bei uns so Haftbefehl. Boah, krass. Stylisch. War safe auch ein nices Gefühl. War Haft groß damals schon? Ich weiß gar nicht. Das war gerade so sein Start, ich aber war jeder 5 Jahre wusste, alt oder der so. Wird. Nee, aber das war so diese Zeit, wo jeder wusste, der wird es. Ah, okay, check. Das hat man schon gesehen, der wird. Krass. Ich fand's auch gestern hart. Wir haben bei dieser Gameshow hatten wir, das hast du ja gar nicht gesehen. Wir hatten da so ein, zwei Fragen. Wenn man jetzt eine Bank ausraubt, was wäre der perfekte Song dafür und so? Und beide Teams haben immer so was von Haft genommen. Und dann hatten wir noch so, was hatten wir noch? Wir hatten noch irgendwie so andere Fragen. Fand ich sehr krass, Digga. Sehr krasser Künstler auf jeden Fall. Ja. Frankfurt-Hymne hatten wir, genau, 069 von Hafti. Sehr, sehr geil. Ja, wenn man euch auf Wikipedia abcheckt, dann steht da, wie ihr euch kennengelernt habt, diese Sache mit dem Callcenter. Aha. Stimmt das wirklich? Oder habt ihr das so rein Ganova da so? Digga, frag doch Callcenter. Leute, ganz Frankfurt hat doch Callcenter gearbeitet. Ja, wir sind ja eine Finanzmetropole, Dienstleistungszentrum. Da gibt es viele Callzentren, auch Versicherungen, Quacksalber und alles. Also, boah, ist mega Abfuck, oder? Wenn du nur so nett sein musst und so. Wie heißen diese Finanz... Landriane, diese, du weißt schon, was ich meine. So Investments. Die Banken, Investments. Alle Verarsche einfach, gibt es so viele und die machen aber legale Verarschung halt. Also in Deutschland gibt es ja. Das gab es halt auch viel. In Frankfurt gab es so einfach so. Es gibt ja viele Lücken und die machen dann Center auf und da arbeiten die meisten Kanaks so, weil wir halt so wortgewandter sind, so ein bisschen so. Und ja, schon in jungen Jahren und dann geht's los. Gut Dings argumentieren können. Genau. Ja, und ein Nein nicht so wegstecken. Bei Nein fängt der Job erst an. Genau. Erst, wenn er sagt, nein, ich mach das nicht mit. Statement, dann fängt erst an. Ja, das ist ja auch so. Man geht ja los. Dann wie Nein und so. Dann, ja, ich kann sie verstehen, aber wenn sie doch bedenken, dass... Und bla 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 und herberber. Wie ist das? Kriegt man so eine, habt ihr so eine Guideline bekommen, wie ihr euch zu verhalten habt? Wir wissen ja was, wenn die sagen nein, weil zum Beispiel, ja, wir sind doch schon kriegst so alt. Kriegst ja so dein Fachidiotenblatt. Weil wir sind das und das.
bist schon vorbereitet, okay, wenn die jetzt sagt, nein, weil aus diesem Grund, dann kann ich aber damit argumentieren, dass das aber dafür spricht. Ja, aber das ist nur für den Anfang, wenn du da schon drinnen bist. Bude. Ja, das kannst du dann in jeder Branche, dann egal was es ist, anwenden. Jordan Belfort aus dir heraus. Genau. Das ist ja so, das ist ja so Jordan Belfort-mäßig. So. Ja, stimmt, da war das ja auch so, ja, stimmt. Ja. Das war ja auch so... Nein, das war so halblegal bei dem, ne? Der ist dann auch in den Knast gekommen. Ja, ja, nee, ich sag ja, das ist am Rande der Legalität, viele Sachen. So vorbei, wo man und das hat auch keinen Bock damit der Zeit. Aber viel, du richtest auch mit Schaden an, so Menschen und so. Das ist nicht schön, weißt du? Ich glaube, sowas triffst auch oft. Aber wie gesagt, so das ist alles so legal in der Finanzdienstwelt und so. Da geht viel Scheiße ab, Mann. Also wie gesagt, an alle draußen, es gibt nichts geschenkt. Auch vor allem, wenn einer am Telefon anruft. Merkt euch das. Ja, Mann. Also, nehmt euer Glück immer selbst in die Hand. Und ja, wenn ihr euch schon was kümmert, Papierkram und so, kümmert euch schon mal selbst darum. Lasst nichts über Telefon machen und so. Das ist Quatsch. War das dann einfach für euch damals so easy Job? Man kam da so rein, ihr musstet nur labern? Oder so, warum habt ihr das überhaupt gemacht? Wegen Geld, Bruder, wollt noch Geld verdienen, legal. Ja. Kein Bock da. Also anderen Job, kein Bock gehabt, mäßig? Das war so Ausbildung, am besten, guck mal, also du kannst, es gibt ja auch so Neandertaler, okay, ich will jetzt nicht sagen Neandertaler, es gibt Leute, die sagen, ey, weißt du was, so reden oder so ist nicht meins. Ich gehe jetzt einfach Security, da 12 Stunden stehen für 7 Euro die Stunde oder auf Laptop Film gucken, Nachtschicht und auf irgendeinen Hochhaus aufpassen. Genau. Oder also bei uns kann doch reden, der Chef sagt, komm, ich gebe dir 14 Euro die Stunde. Ja, okay, du kleiner Marok, du bist Schlitzohr, so, du kannst gut reden und so, bleib hier. Ich sag alle, ich gehe auch weg von diesem Callcenter. Sagen, ach was, bleib doch und so. Hier, hab erstmal Firmenwagen, eine Woche überlegst du dir dann. Die haben mich dann auch angeworben und so gesehen, dass ich nicht abziehe. Und deswegen, Bruder, warum? Das war dann eine lukrative Möglichkeit mit bisschen das erste, reden. Die erste ich war immer ganz Tag auf Straße, hab da mit Leuten immer diese Politik schon geschoben. Dann geh ich lieber da in Callcenter, Geld verdienen. Mach mir eine 5-Minuten-Terrine in der Pause. Geld Joint rauchen, geh wieder hoch, ganz gechillt. Oder und so weiter und so fort, ne? Wobei, jetzt stell ich mir vor, Security ist viel lockerer jetzt mit dieser Handywelt und so. Also, was ist anders zu damals? Du kannst dir ganz an Netflix schauen, oder? Du kannst ja Netflix schauen. Ah, du meinst jetzt so, wenn du Hochhaus aufpasst, was du meinst? Mäßig. Ja, ja, da guckst du so Serien einfach, genau, oder so. Genau, ne? Jetzt ist es, glaube ich, ein bisschen entspannter. Setz dich in deine Kabine da rein, safe, machst ein bisschen. Und das habe ich auch gemacht, zum Beispiel so. Wie gesagt, alles. Geld, einfach Geld verdienen. Das geht ja hustlen, machen. Ja, klar, muss. Klar. Fördner, ein Krankenhaus. Ich meine, ihr braucht Fördner wahrscheinlich auch... Krass. Fördner, ein Krankenhaus? Alles. Werkschutz. Ich habe sogar so Papiere, so ich könnte so Firma aufmachen für Werkschutz und so Sachen. Ich habe sogar Müllabfuhr gearbeitet einmal, so eine Woche lang. Geil. Hinten auf diese LKW stehen. Ja? Ja, ja, in Schnee. Aber keinen Bock mehr gehabt dann? Ja, Bruder, das war... Harte Schau, also ich habe mich da nicht gesehen, einfach so. Okay. Diese hinten. Es war schon cool, so diese hinten auf LKW stehen. Aber ich habe mir gedacht, ey, das... Ich will kein Müllmann sein. So. Ja, körperliche Arbeit, Baustelle habe ich auch gearbeitet. Bis zu 20 Jahre bist du dann im Arsch. Dann, ne? Respekt wirklich an die Leute der Baustelle. So wichtiger Job. Morgens, sie stehen auf, 12 Stunden durch. Das ist gutes Geld, aber das ist eine harte Arbeit. Respekt an die Leute, die es machen. Ja, ich habe es 3 Monate mal gemacht, ciao. Die Leute machen das ja auch nicht nur 2 Jahre, 3 Jahre, die machen das so 40 Jahre. Ihr Leben lang. Gute Arbeitsverträge, dann bist du irgendwann mal Fahrer, dann bist du nur noch auf diese Bildschirme gucken. Wie gesagt, das ist auch fahren und so, dann ein bisschen... Je älter du wirst, desto eher gucken die, dass du weniger wenn du handwerklich begabt bist, hast du auch generell auch die Möglichkeit, mal privat zu arbeiten. Und wie gesagt, das ist ein guter Digga, ist so ein wichtiger Job. Also wie gesagt, an alle da draußen, handwerklich, wer handwerklich begabt ist, Allah, steigert euch da rein, da gibt es immer Arbeit. Alle. Privat kann man immer arbeiten. Ja. Ich glaube, gerade ist auch derzeit, also meine Homies sind aus Berlin, meine Berliner Jungs, meine Schulfreunde so, die sind auch alle... Handwerker, die machen so Kältetechnik, Wärmetechnik und so. Ja, ja. Die haben Jobs bis zum Abwinken. Die müssen sich nie wieder, die wechseln. Gerade ist Paradies. Es gibt immer Arbeit. Gerade jetzt, Digga, das ist so, weil keiner macht das mehr. Irgendwann wurde irgendwann wurde allen Leuten gesagt, yo, hey, macht ein Studium, yo, hey, macht in Anführungsstrichen was Richtiges. Und jetzt macht keiner mehr die wirklich wichtigen Jobs, so Ausbildung oder so. Ja, Mann. Handwerk oder so. Und jetzt ist da so ein richtiger Mangel dran. Das ist ein Mangel seinem Vater, Aber generell Thema Ausbildung. Alle suchen so krass mit Händeringen, vor allem die kleinen Betriebe, die kacken ja richtig ab. Mhm. So, wie sollen die halt mithalten mit einem Größeren, der sagt, hier kriegst du von mir, von Firma iPhone, Auto, dies, das, ne? Das kannst du gar nicht mithalten. Alle denken, sie müssen ein Studium machen und noch am besten noch Master draufsetzen und dann irgendwo so anfangen. Ach was, viele werden auch jetzt mittlerweile einfach TikToker oder so, habe ich gemerkt. Ja, gut. Dadurch leidet halt dann auch der Fachkräftemangel und keine Ahnung. Ich glaube generell dann die Wirtschaft leidet drunter. Ja. Ja, also da sind wir auf jeden Fall Teil vom System. Ja, bist du bei der falschen Adresse, Ich glaube, es ist
auch jetzt gerade, dieser Zeitpunkt ist, glaube ich, auch der einfachste Zeitpunkt, um berühmt zu werden. Gerade TikTok. Guck mal, du konsumierst. Schön, ist doch schön. Ja, klar, so, das natürlich, aber ich meine, so mehr Leute machen das jetzt halt auch, ne? Also so, es ist auf einmal. Die Chance, ja, aber berühmt sein ist auch nicht alles. Auf wen? Guck mal, berühmt sein, du bist berühmt für einen Moment vielleicht, vielleicht für einen Monat, vielleicht 3 Monate. Du genießt auch den Hype natürlich. Ja, aber man muss ja am Ende irgendwie Miete auch zahlen und kontinuierlich zu sein und langwierig berühmt zu sein ist eine Sache und kurzwierig berühmt zu sein ist eine Sache, weißt du? Und das, ja. Die Leute, die dann so kurzweilig berühmt sind, die sind auch hart geschreddert. Danach auch dein Leben ist dann hart geschreddert, ja. Das ist die Story. Deswegen ist auch so ein bisschen so eine Schattenseite von dieser TikTok. Also das ist so... Das gibt's, glaube ich, auch... Ganz schnell reinkommen, Hype genießen, aber auch schnell Schnee von gestern sein und du hast auch nichts davon. Weißt du? Ja. Also, das, ich glaube, es ist Musikbusiness, aber es ist auch ein bisschen so, ne? Also Musikbusiness hast du ja auch. Generell jetzt auch viele, es gab jetzt die Zeit, wo jeder auf einmal so ein bisschen so auf sein Spotlight hatte, aber das geht jetzt auch weg. Also das wird, die kontinuierlich sind und immer abgeliefert haben, werden am Start sein und ja, ich glaube, das Stichwort ist halt so eine feste Fanbase zu haben. So, ich meine, ihr seid jetzt, haben wir ja vorhin gesagt, irgendwie 12, 13, 14 Jahre seid ihr schon dabei. So, ihr habt immer noch eine dicke Fanbase, Leute verfolgen euch immer noch übelst krass, kommen zu euren Konzerten. Ja, Gott so. Sei Dank, das, gesagt, das haben wir uns auch erarbeitet. Das kommt ja nicht vom Himmel gefallen. Das musst du ja, wie gesagt. Das ist kontinuierlich, was du meintest. Ja, wir machen einfach. Wir machen unser Ding, wir haben mein Label, wir haben andere Businesses. Ja, wir haben auch einen starken Partner, Universal natürlich auch, das gehört auch dazu. Universal. Da gab es einen guten Vertrag, Digga. Nee, ich meine, man ist ja auch ein bisschen so, man hat ja früher selbst Musik gehört als Kind und hat man diese Universal-Zeichen gesehen. Filme. Und, so, und man ist dann selber jetzt ein Teil dieser Bewegung. So. Das ist schon krass, Bruder. Das ist schon krass, ja. Bis man das mal realisiert, oder? Das ist was Schönes und dass man auch gute Sachen auch da beiträgt. Also nicht nur Leute... dass man den Kids auch was vermittelt, das ist auch was Positives, darum geht es so für mich auch im Endeffekt. Es ist geil, dass ihr so, so auch Werte vermittelt. Ich habe so das Gefühl, dass ihr könnt auf jeden Fall so eine Zielgruppe erreichen, die nicht jeder... Cooler Zielgruppe. Ja, man kommt ja in so ein Alter auch, wo du auch so andere diese Sachen auch anders siehst so ein bisschen. Wo du auch so dann denkst, okay, alles schön und gut, man kann Spaß haben und so, aber... Was danach halt, weißt du, das safe, ist Bro. Ja, gerade sowas so mit Familie und so, finde ich. Ja, generell, sehr, so, sehr dass geil. Man auch sein Leben im Griff hat, dass man, wie gesagt, da, sein eigener Mann ist, seine eigene Frau. Muss ja alle natürlich Geschichte. Jeder. Ja, alle Geschlechter normal. So, also sozusagen mit beiden Füßen im Leben steht und unabhängig ist, dass man nicht von jemandem abhängig ist. Also mäßig. Das safe. Seid ihr gerade oft so im Stu? Seid ihr oft am Recorden gerade? Wie ist das? Wie oft nehmt ihr so auf? Also seid ihr gerade oft so, hängt ihr so jeden zweiten Tag im Studio? Ist es mehr so einmal im Monat, einmal alle 2 Wochen? Habt ihr da so irgendwie so einen Rhythmus oder macht ihr einfach, wie ihr Bock habt, einfach wie es reinpasst? Wie ist das ist so? Völlig unterschiedlich, mein Bester. Es gibt wirklich Phasen, wo man dann in einer Woche 4 Songs recordet. Aber wir reden hier immer von, wenn ich jetzt sage Songs, Cello ab die Songs, dann reden wir von Qualität. Also ich muss nicht 8 Lieder machen, dass ich dann davon aussuchen kann, die gut sind. Sondern bei uns so ein Song ist manchmal schon ein langwierigerer Prozess. Check. Also ihr seid jetzt nicht so, dass ihr so auf Quantität ballert und dann wählt ihr von 10 einen aus und der kommt raus. Wir gucken schon so, dann, wenn der Song so sitzt, dann wird gibt es nur Version 2, eine Version 3. Und dann ist aber das Ding vorbei und sitzt dann und geht dann in die Geschichtsbücher wie gewohnt ein. Und und wie gesagt, komplett unterschiedlich. Mal so, mal so. Mal ist man auch beschäftigt und versucht dann Familiensachen zu regeln. Mal hat man familiäre Situationen. Eure Business ist noch die Firmen, die ihr noch habt. Da müsst ihr sicherlich auch hier und zum Beispiel, genau, da ist man dann auch mal auf Termine, wo dann der Tag dann auch schon so eigentlich rum ist, wo man dann sagt, okay, ich gehe jetzt direkt nach Hause. Safe. Jetzt noch mein Studio wäre eigentlich cool, aber alle jetzt nach Hause wäre richtig, Baba, einfach nur kurz mit Frau ein bisschen chillen, dann man schläft ein, man geht pennen, so. Weißt du, was ich meine? Unterschiedlich, mein Bester. Und, aber es ist ein ständiger Zyklus. Und jetzt so zum Ende des Jahres, wir sind jetzt nicht wie Polizei, die Jahresabschlussbilanz macht. Aber zum Ende des Jahres
gibt es dann von uns dann zum Beispiel noch den Silvester-Song Frohes Neues. Hatten wir in der Vergangenheit schon mehrmals. Und Weihnachtszeit. Aber den machen wir auch nicht jedes Jahr. Das ist so nach Lust und Laune, wenn du so Flash hast. Ja, das ist so, wenn du die Zeit hast, den Flash hast, dann machen wir das. Kommt schon vor, dass wir dann so am 31.12. dann schon um 18 Uhr, 20 Uhr dann einfach einen Song releasen und sagen, hier Leute, heute beim Vorglühen, bevor wir dann irgendwo in Clubs für 40 Euro ein Wodka Red Bull kaufen gehen müssen, feiern geht. Digga, immer so, ich schwöre, immer. Ja, Mann. Ihr glüht ja vorher zu Hause vor, dann gönnt euch diese Lied und so. Geil. Wenn du dann im Uber sitzt, auf dem Weg in die Stadt und so, sagst du, Vater, kann ich mal kurz Bluetooth connecten? Weil man fährt ja dann nicht selber mit dem Auto an dem Tag eigentlich. Und so, auf jeden Fall. Songs recorden ist aber Bestandteil unseres Lebens und Hauptaufgabe von Chelo und Abdi am Ende des Tages. Mhm. Business, klar, Familie, klar, aber was hat Familie von mir, wenn ich keine Patte nach Hause bringe? Wenn Studio gehe ich Studio. Und dann hat auch jeder Verständnis dafür, weil es einfach Berufung ist. Gehört dazu, ne? Ja. Ne? Und so, auf jeden Fall, ne? Locker. Geil, Mann. Das hört sich sehr, sehr nice an. Ich würde es mal kurz ein bisschen von diesem Musikthema wegnehmen. Wie sieht es bei euch, seid ihr selbstständig? Wie sieht es bei euch aus mit so Thema? Ja, selbst und ständig, mein Bester. Da haben wir es wieder, Die Standard-Antwort muss kommen. wie sieht es aus mit so Urlaub? Mal frei nehmen, mal einfach mal Kopf frei kriegen. Und wenn wo geht ihr hin? Guck mal, Gott sei Dank ist es ja so, dass wir in unserem Rapper-beruflichen Dasein, Chelo und Abdi, uns auch urlaubstechnisch da eigentlich sehr gut bewegen können, mit Absprachen mit unserem Bruder Sin, der unsere Termine verwaltet. Mhm. Es ist eigentlich meistens immer richtig gut möglich, mit seinem Lebenspartner, Ehepartner, der ja dann beruflich vielleicht gebunden ist, oder wenn man Kinder hat, mit den Kindern gebunden ist, oder wenn man alte Eltern hat, ist man dann mit den Eltern gebunden, das gibt es auch. Aber Gott sei Dank ist so Urlaub, wenn man dann wirklich Zeit hat, wenn es dann so wieder Zyklen gibt, Zeiträume, in denen dann, wenn du sagst, 3 Monate vorher oder sagen wir mal, 2 Monate vorher, ey Bro, bitte diese 10 Tage, wenn jetzt Termine reinkommen, versucht es mal bitte freizuhalten. Ah, sagt ihr dann zu eurem... Dann, okay, Bruder, ich weiß Bescheid und so, gell, zack. Okay. Und dann kannst du wegfliegen nach zum Beispiel Türkei. Chelo hatte eine Zeit lang, wo er dick oft Istanbul war, das war die Zeit, wo Nusret und so, boah, da das kannten geil die essen. Leute noch gar nicht. Istanbul kannst du krass essen, oder? Bitte genau, Istanbul und so diese krasse kulinarische, das krasse kulinarische Erlebnis aus Istanbul wurde ja erst mit Salt Bay dann so wirklich Mainstream. Mhm. Und Chelo war schon vorher immer, zum Beispiel wegen jetzt, weil ihr ja wissen wolltet, wo wir hin verreisen, sage ich euch das, schon da in Istanbul immer dick oft unterwegs. Ja, Istanbul schon durch. Also ist schon auch zum Ausgleich wieder. Beide, krass. Aber ist immer ein Besuch wert. Immer, super. Izmir ist auch schön. Oh, krass. Ansonsten Heimat, Bosnien. Da ist er auch regelmäßig, zum Beispiel in Sarajevo. Ja. Da war ich auch mit ihm schon mal gewesen, war Baba. Haben wir Video gedreht. Mit Nico Beckspin waren wir da. Schönen Grüße an meinen Bruder Nico Beckspin. Ich glaube, die Menschen auch alle so richtig nice. Oder ich habe immer das Gefühl, wenn man so... Kann man eigentlich fast schon so sagen, wenn man Deutschland verlässt, dann werden die Leute immer so netter, habe ich immer das Gefühl. Die meisten Länder sind die Leute netter, eigentlich schon. So. Aber dafür, bei uns läuft's halt, Bruder, hier in Deutschland. Dafür haben wir Haben hier Baba-Systeme, mein Dafür Italien, haben wir immer warmes Wasser, Bruder. Das ist so immer warme Wasser, Bruder, glaube ich. Also in seiner ohne Zmini hätte in der Tasche, der korrekt ist. Was bringt die korrekt sein, wenn du kein warmes Wasser hast? Krass, Bruder, das ist ein Rap-Punchline. Okay, ja. Das ist eine Rap-Punchline, true. Das stimmt auf jeden Fall. Aber gibt es da noch so Traumziele, wo du sagst, boah, da noch mal einmal hin? Ja, auf jeden Fall. Wo war gut. Oder wo willst du noch hin halt? Wo warst du noch nicht? Vielleicht, wo du hin warst. Also, ich war einmal in Amerika, ich hab bosnischen Pass, kein deutsches Papier. Leider. Das ist so ein bisschen Problem. Kannst du nicht rein? Was hast du nicht mehr nur noch USA, ich sag euch ehrlich. Ich hab bosnische Staatsbürgerschaft, Aufenthalt unbefristet, aber eine kriminelle Vergangenheit als Jugendlicher und das steht bei denen so verankert. Die fragen irgendwas, Waffenbesitz, was hast du da, was hast du da gemacht? Da gibt's ja so ein Interview. Wenn du einreist. Warte, Armored Weapon Possession, why this is also Sergeant, was ich hab schon vorgebabbelt. Und ich sag dir mal, I was small, I was youth, this, this. Also, ja, aber trotzdem. Aber hat er dich reingelassen? Nein, gibt's keinen Schuss. Also, du musst ans Konsulat gehen.
Ach so. Müssen mal aber wieder dahin, Chelo, habe ich mir gedacht, Bruder. Ich muss mal vielleicht nochmal versuchen. Bitte, Bruder. Nochmal versuchen. Ey, weil ich war ein paar Mal USA Government mit ihm zusammen am Feierabend. Also, da habt ihr es ja öfter. Der hat ja, der ist ja gesegnet, der hat einen deutschen Pass. Ah, du hast deutschen Pass? Genau. Ja, Freifahrtkarte. Ich habe marokkanische und deutschen Pass, beide. Ah, okay. Ja. Darfst du sagen? Ja, ja, ich darf. Okay. Das sind beide legal. Manche haben doch heimlich doppelte Staatsbürgerschaft. Ja, ja. Ja. Aber bei Helmut, die ist nicht so offiziell dann. Die nee, manche, es ist ja nicht anerkannt von. Manche Länder sind nicht doppelt anerkannt. Genau, und man muss es heimlich machen. In bestimmten Ländern mein Bestes. Ah, okay, okay. In Marokko beispielsweise, da ist es anerkannt und. Ja, hier, für mich als Bürger dann, aber in den USA bin ich Deutscher auf jeden Fall dann. Ja, okay. Da, ja, das macht mehr Sinn dann. Und ja. Wo warst du dann, USA? Kalifornien, Florida. Geil. Los Angeles dann wahrscheinlich, oder? Los Angeles auch, ja, selbstverständlich. Hat dir gefallen? Ja, ja, also ich war schon, ich bin öfters in Kalifornien unterwegs. Okay. Ich habe Freunde in Kalifornien aus Mainz, die dort leben. Ich habe einen Freund, der seit 12 Jahren in San Diego lebt. Oh, cool. Und der ist so meine Anlaufstelle, so, du kannst ihn heute anrufen und sagen, ich bin in 11 Stunden da und der wartet dann am Flughafen auf dich und krass. So weiter und so fort. Und generell ist es ja, war ich dann unabhängig von San Diego in Kalifornien unterwegs, Las Vegas, jetzt vor kurzem, vor ein paar Monaten, war ich Baba, alle. Und deswegen, ich denke mir dann immer, alle mit meinem Partner Chelo hier mal so einen Monat abhängen, alle. Boah. Alle oder so, da Musik machen. Ja, geile Hütte, ja, genau, geile Hütte holen, da Musik machen. Wir Mucke machen hin. Ja. Wo irgendwo in New York komplett gehen oder wir, sowas. Wir sind ja auch, vor allem Chelo ist ja sehr französischer Rap-affin. Aber wir sind auch definitiv Westside auch mit den Sachen aufgewachsen, ja. Beides. Mhm. Alle beide, ich kann für uns beide sprechen, komplett damit aufgewachsen, Bruder. Wir haben ja auch einen sehr, sehr identischen Musikgeschmack, der Chelo und ich. Wir hören wirklich fast so dieselben Lieder, hätten wir dann so in unsere Playlist so. Von, guck mal, wie viele Lieder es gibt generell. Aber so eine Ära, so eine, kennst genau. Du diese Ende 90er, Anfang 2000 R&B, ja, also Rap, Hip-Hop-Ära, so Sachen. Du hast es wahrscheinlich ein bisschen mehr mitgenommen als ich noch, weil ich bin 97er, so, ich habe das gerade noch so, also die 2000er habe ich bisschen, mitgenommen halt, ne? Ja. Aber ja, das ist so unser Ding auf jeden Fall, diese Musik. So Death. Aber kenne ich genau. Natürlich. Ja. Deswegen so mit Chelo so einen Monat Atlanta abhängen. Boah, geil. Mietwagen, Digga, bisschen rumfliegen. Mit JD auf Halal Hot Dogs. Boah, Bruder. So Death. JD, ja. Boah, ich weiß auch, Bruder. Ich komme mit dir nächstes Mal. Ich komme mit dir nächstes Mal, US-Konto. Ey, habt ihr Ding, habt ihr CIA-Agenten in der... Ey, bringt ihr so... CIA-Agenten zuschauen. Ja. Oder wenn ihr einen Onkel habt, der CIA Agent ist. Bitte mach mal klar. So ATL, Atlanta. Ja. Ich mach nichts. Ich will da nur Ding machen. Nur Hot Dogs essen. Ich will nur Kunst machen. Und Hot Dogs essen. Ja. Oh, mach Petition shit. Bitte, danke. Hey, Chelo for USA. Wenn 1 Million Leute unterschreiben, dann müssen die machen. Dann müssen die machen. Petition oder so vielleicht. Schon doch meine aber, Mutter. Ja. Wir müssen Chelo. Ja, guck mal, die Sache ist. Gibt es Leute, die haben wirklich Probleme mit Petition? Was soll man dafür? Nee. Aber. Kein Spaß, weißt du? Ja, ist ja wirklich, Leute haben Krankheiten aber und so. Ist ehrlich, Anfang, dass du nicht rein kannst. Also, das ist ja voll kacke. Du kannst einfach das Land nicht rein. Wir hatten da beruflich schon, die haben uns gerufen, die haben gesagt, kommt auf Shooting Ranch in Miami. Wir hatten schon Skripte, das Scarface-Programm dort durchzuziehen. Mit MTV. Speedboat, mit krass. MTV wollten wir das machen. Dann also MTV hat uns angeboten, Jungs, die hatten das ab geht's, Flüge, Miami, da, Shooting dies, Ranch, Speedboat dies. Fahren, Digga. Scarface-Programm, gell? Ein Gruß an MTV Germany, ja, die Mann, haben das Potenzial in uns gesehen, Amerika, genau, Chelo genau. Abdi, aber leider, so ja. Voran. Wallah, ja. Das wäre hart gewesen. Ja, MTV, also nächstes Mal, wenn ihr dieses Format macht, bitte bringt direkt schon das Visum mit. Bitte direkt das Visum mit. Schreib vorher DEA an, FBI und CIA. Aber MTV ist doch eh USA, amerikanische Marke. Deswegen, ihr müsst Zentrale anrufen, hallo. Durchwahl 09, Mann, wisst ihr nicht, oder? Was? Ich kenne den Durchwahl. Ihr müsst in Langley anrufen. Da ist so. Ja, und geil. Dann sehen wir uns schon bald in USA mit Chelo 385, liebe Leute. Da sehe ich auch so eine Doku-Reihe von euch. Oder so. Der Doku-Reihe, genau. So Roadtrip, wie ihr so durchfahrt, so verschiedene Sachen. Mexiko, auch, Mexiko, auch, ja. Mexiko, ja. Oder soll ich nach Mexiko einreisen Mexiko, und dann links? So und dann über so Grenze. So auf Grenze. Heimlich das über die Grenze. Heimlich. Das durch diese Tunnel, wo die so kurz sind. Was wird da irgendwas? Sinaloa, Minaloa. Nee, ciao, ciao. Aber Mexiko müsst du doch gehen, oder? Mexiko würde er ja reinkommen.
Ja. Aber wir wollen nach USA, Bruder. Ja, dann mach Mexiko und dann bin ich irgendwelche Sinaloa-Leute in meinem Handy gespeichert, denken lassen. Ciao. Okay, das heißt aber, also USA für dich auf jeden Fall nochmal so ein Ding, wenn du es irgendwann schaffst. Hoffentlich, ja, wenn God die Konsulat zuhört. Schaffe, ja. Aber noch anderes Land so mäßig? Ja, sowas ey, so Thailand? Japan? Thailand? Thailand kann man jetzt kiffen, alle. Ja? Ja? Thailand ist übrigens krass legalisiert worden. Ja. Aber wir wollen nächstes Jahr nach Thailand, das trifft sich gut eigentlich. Perfekt. Thailand geht man jetzt Dezember so. Genau, Dezember ist oder wir wollen so Januar, Februar, hatten wir noch, überlegt. Geht noch, ab März ist schon wieder Regenzeit und so, dann ist ach so, da Krise. Regenzeit. Ja. Okay. Durch den Monsun. Ja, Mann, da sind viele Monsune. Viel Tokyo Hotel. Tokyo Hotel hat viele Auftritte da. Ja, okay, Thailand, geil. Ja, dann kommt einfach mit oder so. Dann gehen wir zusammen. Boah, das wäre so geil. Dann machen wir Amerika klar, dann komme ich mit. Ja, okay, wir gucken. Wir wirklich, FBI-Agenten, schreib mal auf Insta. Bruder, ruf uns, wenn du diese, du weißt, diese rote Stempel hast von US-Government und dann United States Government, dann komme ich, gell. Warte, irgendwo Asien? Habt ihr irgendwas schon so? Ich war, Dings Asien, ich sag dir, warte. Ich war in Kadıköy in Asien. Ja, einen, Maschallah. Ja, auf der Istanbul, seit, also der asiatischen Seite. Ach so, ja. Okay, ja. Ansonsten in Izmir, Asien war ich. wo war ich noch in Asien? Was ist das Asiatischste, was ich war? Japan schon mal so? Nein. Leider noch nicht. Aber ist Russland auch auf meinem Dings. Hongkong. Ja. Du warst Moskau. Ja. Ich war Moskau. Ich war Dubai. Ich war Mauritius. Der war WM Marokko gucken. Ja, mal Marokko gegen Portugal. Das ist krass. Fußball-Weltmeisterschaft. Das war ein schönes Erlebnis. Ja. Was gibt's? Mauritius war krass in Asien. Mauritius. Ja, Mann. Endstufe, Bruder. Boah, da ist doch so richtig so, wie so paradiesische Dinge. Ja. Sand, Strand. Strand. So wie so eine Werbung. Ganz anders, aus, ne? Das Meer ist auch anders. Das ist so oberflach, aber so. Das sieht aus wie Raffaello-Werbung, gell? Ja. Ja. Ich glaube, da wurde sogar Raffaello-Werbung gedreht. Mit so weißes, Frau mit weißem Kleid und so. Ja, das Meer ist. Ja, richtig Endstufe, Bruder. Könntet ihr euch vorstellen, so irgendwann mal auszuwandern? Also ich persönlich zurück in die Heimat nach Marokko könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen. Ein geiles so Haus im oder Alter, so. So wenn man dann wirklich im Leben so dann seinen Lebensabend antritt, sage ich mal einfach. Ne? Ja. Ansonsten bin ich hier in Deutschland sehr gerne und super gut aufgehoben und habe mich vorgestellt. Warte mal kurz, nicht, dass da irgendwas hier falsch verstanden wird, Leute. Ne? Ja. Nee, hier in Deutschland ist super. Ja. Safe. Also gut, wir sind ja auch hier, um das noch schöner zu machen, um es zu verbessern. Ich glaube, meine Hausbank ja lässt mich eh nicht vor 20 Jahren gehen. Ja, ich habe auch ähnliche Probleme. Also in den nächsten 20 Jahren sieht meine Hausbank mich nicht stehen. Ja. Das ist es mal so. Oh, shit. Ja, und also du dich schon, aber die Bank sagt nein, Digga. Ja. Die sagt, geh ruhig, ja. Viele Banken. Viele Banken, nicht nur eine. Ja. Nee. Geh ruhig, wir holen top, dich. Wirklich. Hier sind die Banken top. Ja. Der sagt doch, ohne Scheiß. Nein, in Deutschland ist was, also guck mal, jeder Mensch hat so seine Prioritäten, aber Sicherheit ist ein schönes Ding. In Deutschland hat so eine. Sicherheit, Deutschland hat so eine gewisse Sicherheit. Ich finde auch, dass, also klar gibt es hier auch die wilden Ecken, ne, so, aber. Aber es gibt auch Ecken, wo du weißt, ich laufe jetzt hier und da ist ein Streifenwagen und da sind Passantenzeugen. Ja, ja. Und da wird es sauber gehalten, dass da gar nicht so jetzt wilde Leute, also, wie sie heißen. Also, es ist kein Vergleich zu zum Beispiel Jahre Frankreich oder so, wo es auch anders zugehen kann. Das ist nicht vergleichbar, Bruder. Ist Frankreich krass, was teilweise. Frankreich ist schon dritte Welt. Zweite Welt ist Frankreich. Das ist so ein Ding zwischen erster und dritter. Ja. Also je nachdem, du hast ja auch so die Viertel, wo du sagst, ne, so für Touristen alles. Arrondissements und sowas, keine Ahnung, oder wie die heißen, ne? Arrondissement heißt es. Genau. Und dann hast du aber welche, da wird wirklich, da ist Straßenkrieg. Da kommt Militär rein und so. Also ich habe auf jeden Fall, als ich in Paris letztens war, habe ich gemerkt, die können da auf jeden Fall nicht Belgien Auto fahren. Auch. Belgien ja. auch, Molenbeek, Brüssel, richtig abgewickelt. Da gibt es viele Molenbeeks. Da gibt es... Was ist das? Ist das eine Molenbeek ist ein Stadtteil in Brüssel. Da ist die höchste Marokkanerdichte. Marokkaner sind die meisten Einwanderer in Belgien. Mhm. Okay. Und Molenbeek ist richtig, richtig. Weißt du, wo auch noch die Post abgeht? In Schweden. Schweden? Nein. Also Netflix, die Schweden sind die alle so super. Ja, die backen Fisch und Pferde. Mal Ibrahimovic. Da, wo Ibrahimovic herkommt, sein Viertel. Weißt du, was da abgeht, Alter? Oder Dings, Khamsa Chimaev übrigens. Auch aus Schweden. Gersascha, weißt du das? Khamsa Chimaev, dieser krasse UFC-Fighter, so ein Tschetschene. Okay. In Dings aufgewachsen, in Schweden. Böse Assi, richtiger Bad Boy. Wie Ibrahimovic zum Beispiel, den du ja kennst, ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Ja. Ibrahimovic.
Ja, die kommen aus ganz, ganz abgewichsten Verhältnissen. Krass. Da ist auch hohe Somalia-Dichte. Und, Eritrea, Somalia, also genau. Ostafrikaner sind viele da. Ostafrikaner-Dichte ist Balkan, da Ostafrika. Und da geht's ab mit Dings, mit schweren Geschützen wird da geschossen im Block und so. Ja, ja. Schweden hat, also Frankreich okay, aber Schweden habe ich jetzt nicht auf dem Schirm gehabt. Ja, wir haben nicht viel auf den Schirm, weil das ist ja auch jetzt kein Nachbarland von uns. Das ist, was ist es? Ist es eine Serie, Doku oder? Nee, ist eine Serie. Schnelles Geld? Genau. Ist auch angelehnt auf irgendein Buch, auch auf einen Vorfall. Das ist sogar auf wahren Begebenheiten basierende Netflix-Serie. Schnelles Geld. Richtig geil gemacht, kann man sich geben. Ich gucke die gerade zum zweiten Mal. Geil. Sehr krass. Ja, boah, ich gucke viel zu wenig sowas, Digga. Ja, weiß ich nicht. Man, irgendwie hat man da nicht die Zeit oder keine Lust, aber gerade so dieses Doku-Ding, das ist eigentlich immer, wenn man sich überwindet, kurz anzumachen, ist immer geil. Ja, dann ist man auch drinne, dann kommt man nicht mehr raus. Dann will man auch bis zum Ende gucken. Richtig, dann hat man so Bock aufs Thema, aber so wenn du liegst im Bett, denkst du, boah, jetzt noch so eine Doku. Boah, aber wenn du es dann anmachst, dann ist geil auf jeden Fall. Stimmt schon. Das habe ich, glaube ich, auf YouTube gesehen. Da gab es auch, das war irgendwo in Frankreich, ich weiß nicht mehr genau wo, gab es doch so einen Fall, wo da wirklich 2-3 Tage in so einem Viertel komplett Ausnahmezustand war. Nee, es war, glaube ich, nicht, es war vielleicht Marseille, ich weiß nicht genau. Da ist irgendwie, ich weiß nicht mehr, was für Landsmänner das waren, aber es war einer, ich glaube, es war ein Tschetschene. Ja, und einer, war auch ein kleiner Krieg. Genau, du weißt, was ich meine. Ja. Und da, also ein Tschetschene, der wurde irgendwie, glaube ich, angeschossen oder erschossen von jemand anders. Ich glaube, es war sogar noch simpler. Der hat nur eine Backpfeife bekommen. Oder sowas. Dann kam aus ganz Europa Tschetschenen. Das war krass. Da war 3-4 Tage, wo einfach nicht mal die Armee das unter Kontrolle hatte. Kamen dann von überall Leute angereist. Da kamen Tschetschenen wirklich, die haben halt gesagt, kommt dahin. Diaspora, Europa. Krieg. Zusammenhalt. Das hast du nicht geglaubt, was krass, da abging. Was? Das waren Bilder, du denkst, Kriegsgebiet. So krass. Also was da teilweise abgeht, das checkt man nicht. So, das in Deutschland ist halt schon entspannt. Krasser Vorfall, ja. Einfach Europa. Ist einfach Nachbarland. Ja, ist nicht so weit weg. Ja, what the fuck, Alter. Das ist echt crazy. Crazy, Mann. Deswegen kann man schon so wertschätzen, wie es hier bei uns ist. Ja, voll. Aber was wir uns hier beschweren, ist ja so, da lachen die teilweise. Ja. Luxusprobleme. Ja, auf jeden Fall. Teilweise, natürlich nicht alles ist Luxus. Ja, also das gibt's auch. Hat man immer wieder im Leben, egal jetzt ob Celo Abdi oder jemand aus dem Block oder so, ist man immer selbstverständlich, wird man geprüft im Leben und auf harte Proben gestellt und struggelt und immer weiter mit der Leiter halt, ne, sagt Gastarbeiter. Und dann geht's halt so weiter, ne? Safe. Ey, bevor wir das komplett vergessen, wir haben uns so verquatscht gerade. Ja. Wir haben was vorbereitet. Wir haben unsere Community noch gefragt, ich voll vergessen. Ja, hast du mich auch vergessen. Ja, Bruder, wir aber haben diese high. Magie, dass wir euch vom Dings abbringen können. Ja, das ist doch voll high im Edeltalk. Mit qualitativen Content punkten können, ne? Ey, wir haben unsere Community gefragt nach so ein bisschen, die sollen uns ihre Fragen oder ihre Probleme stellen zum Thema Dating Beziehung und sowas. Wir dachten so, ihr seid Experten. Also wir sind Experten. Wir sind ja auch schon. Ich kann Texte schreiben, darin bin ich Experte, würde ich sagen. Ich kenne krassere Motherfuckers, die Experten sind. Ja, ja. Man hat von denen so gut ein bisschen was gelernt. Und was heißt gelernt, so abgekriegt, sage ich jetzt einfach mal. Aber wie gesagt, Gott sei Dank sind wir verheiratet. Und ich habe viel Hitch, der Date-Doktor geguckt, auch durch Hollywood. Und so hat man sich ja auch weitergebildet. Ich glaube, wir haben auch nie so dieses Image verkörpert, dass wir so... Nein, vielleicht können wir die junge Generation drüber, also ich habe dieses Image, ich habe auf dem Damenfahrrad Packs verkauft. So habe ich angefangen zu rappen. Aber so. Ich habe jetzt nicht aus dem Ferrari Packs verkauft oder so. Weißt du? Ja, also, check. Ich glaube, es ist trotzdem ganz, ganz funny, wenn wir... Also Dominik, würdet euch einfach mal ein paar... Was hast du? Wir haben einfach so Fragen von der Community. Genau. Wir haben die so ein bisschen gesammelt. Mhm. Und vielleicht können wir denen ja weiterhelfen, so, ne? Also, Gil hier fragt, was ist der Go-To-Place für ein erstes Date? McDonald's. Warum? Guck mal, guck direkt schon Antwort. Ist doch perfekt. Perfekt. Warum will ich wissen? Weil McDonald's ist doch unvoreingenommen. Weil McDonald's Sponsor ist hier, deswegen. Jetzt zieht sich schon aus, McDonald's McAfee kommt demnächst. Einfach gut bei McDonald's. Psi. Nein, ich will trotzdem McDonald's gehen auf jeden Fall. Ja, weil es mir als Essen oder ein anderes... Kaffee trinken bei McDonald's.
so Cheeseburger essen auf gechillt. Apfeltasche. Ja, wenn die aber sagt, ich will diese Crispy Tender extra Dings. Ja, das kann man schon viele testen. Dann kannst du sagen, hier hast du diesen Crispy Tender extra mit Edamer-Käse. Aber es gibt auch Raffinierte, die sagen am Anfang, ich will nur diese kleine. Und dann am Ende kommen die Tenders. Die Tenderrechnung kommt am Ende, Bruder. Das hat auch nicht viel. Muss man ein bisschen abwarten auch, ne? So ein paar Wochen. So ist das Leben. Es gibt keine Formel dafür, wer perfekt ist oder wer dein Dings. Man muss halt Erfahrungen sammeln und man muss auf man muss halt, keine Ahnung, gucken, wie es sich ergibt. Ja, ne? Über Zeit, ne? Es ist auch nichts, was man direkt, glaube ich, so. Definitiv, so genau, man muss, ja. Aber geh da ein Fastfood Schnellrestaurant deiner Wahl. Oder ein anderes Halal Fastfood-Restaurant. Aber so essen gehen ist schon. Rissa. Kennt ihr Rissa? Nein. Das ist dieses KFC, was so. Kennst du Halal? Halal ist, wie hieß diese, was Bundesnachrichtendienst geschlossen hat bei uns? Diese Sumum, boah. Ist auch so Chicken oder so? Die haben 1:1 Big Mac auf Halal-Basis. Aber da waren so viele Achis. Bundesnachrichtendienst hat geschlossen. Die sagen so, was sind da für Leute? Ja? Was? Das ist das Problem, wenn du einen Halal-Laden hast und der zu gut läuft, dann kommen auch alle. Also auch die, die verfolgt werden. Und dann haben die da. Beschattet so, werden, weißt du? Dann haben die den Laden da so abgehört oder was? Ja, nee, die sind irgendwie zum Besitzer und haben gesagt, hier, was ist denn los bei dir, was für Versammlung hier, wer kommt denn hier bei dir und so. Ah, okay, da warst du ein bisschen auf den. Krass. Okay, aber was ist zum Beispiel mit sowas wie ins Kino gehen, weil finden ja auch viele beliebt, finde ich aber zum Beispiel nicht so gut, beide nicht so Kino gut. Kino ist Quatsch. Das ist halt so, das gehört schon dazu. Kino ist halt so, bei erste Date würde ich nicht Kino gehen. Nee, kannst du dich unterhalten. Kannst du nicht so attackieren und so, die ist das. Naja, attackieren kannst du schon, Digga, wird dunkel und so auf den. Date schon, eine, die das auch mitmacht, mit der nichts zu tun hat. Aber warte mal, eine, die ins Kino will, erste Date, die will auf jeden Fall fummeln. Ja, die will direkt, dass du noch eine Popcorn-Tüte machst und diese andere. Das hat auch keiner auf Ernst gemacht. Ich kenne Leute, die haben noch in Bauchtasche früher gemacht. Kannst du mal kurz hier... Kannst du Paper raus? Ich will auf Toilette schnell am Baum gehen. Ja, das alles natürlich. Ach, geil. Geht nicht Kino beim ersten Date, auf gar keinen Fall. Du willst ja auch sehen, mit wem du zu tun hast. Das ist Alp. Du möchtest ja der Person in die Augen gucken und nicht neben der sitzen. Kino kann man gehen, wenn man sich länger kennt und so. Dann geht man bei Vertragen schon und so, wenn man Scheiße gebaut hat und dann die Sachen Lass mal Kino. Arm nehmen und so. Dann große Familienpaket mit großen Backen Popcorn. Aber dann macht man nicht diese Paper-Geschichte mehr. Nein. Aber die Paper-Kapitel gibt es bei bestimmten Schicksalen und ja. Okay, check. Wir können direkt anschließen. Einer fragt, was ist mit erste Date ins Museum? Schön. So auf, vielleicht ein bisschen so, auf kann man kann zeigen. Aber der will zu viel. Was ist das für eine, wenn ich jetzt ein Mädchen bin und der will mit mir Museum? Okay, entweder der Arbeitmuseum, der ist das Security und der sagt, komm, aber jetzt, er will sich von seiner allerbesten Seite zeigen. Aber was für ein Mädchen sagt ich für ein Museum? Ja. Die ist Tamlink, Bruder, Herzschwerbruder, ich hab die ehrlich. Bro. Die will an das ganz große Geld, Bruder. Und die, egal, Bruder, die will deine Seele. Die will dich unterjochen, Bruder. Nicht. Museum, ganz große Red Flag auf jeden Fall. Ja, aber es gibt doch diese anspruchsvollen Frauen, kennst du die dann, einen gebildeten Mann haben wollen, denn sein, die kommen ins Museum. Und dann so nach dem Motto, wollen die gucken, was für Allgemeinbildung haben. Ja, selbstverständlich. Ja, aber mäßig, also, wenn du dann so ein bisschen fakes bist, vielleicht ist die Frau nice, du sagst, wenn lohnt du Google sich zu faken. Hast oder denkst, ein Knopf im Ohr. AirPod drin, Digga. Ja, du musst vorher einfach googeln, was hängen da für Bilder, dann sagst du ein bisschen, dieser... Wenn er vorher googelt, Bruder, der ist doch sehr engagiert und so. Der hat ja schon alles. Das heißt ja, du interessierst dich ja für sie. Ja, okay, finde ich sehr gute Antwort. Okay, wir haben noch ein Problem von Max. Er sagt, er und sein bester Kumpel. Von Montana Max von Universal. Nee, anderer Max. Grüße an Max Universal. Also, Max, beste Mann bei Universal, voilà. Ich bin's, Party Süd. Ey, vielleicht ist er es auch, wir werden gucken. Er sagt auf jeden Fall, er und sein bester Kumpel stehen auf die gleiche. Nein, aber das kann nicht Max Universal sein. Okay, aber schau, der beste Kumpel weiß nichts davon. Also, die haben nicht drüber geredet, aber er weiß, dass halt sein bester Kumpel auf die steht. Ja, was das macht sind man? So offene Beziehungen, Menschen, Leute, die so und Freundinnen in den Swingerclub gehen und so. Nee, nicht so auf diese. Nee, keiner ist von denen mit der zusammen, glaube ich, oder?
Ne, schau mal, also das wäre so, als würden wir beide. Ja, die sollen zusammen Swinger-Club gehen und dann sollen die sehen, welche die nimmt. Aber das wird ihre Freundschaft stärken dann. Ja, das wird, die werden durch dick und dünn gehen. Die werden durch dick und dünn gehen. Spaß, Spaß geht nicht Swinger-Club, das ist doch Ding. Nein, jetzt die. Ich meine die, aber generell geht nicht. Die soll gehen. Ja, die soll gehen. Aber die können gehen, aber generell geht nicht. Aber die anderen nicht. Nur ihr beide. Ja. Erlaubnis. Nein, nicht nur ihr beide, Brüder. Nicht falsch verstehen. Mit diesen Mädchen noch, meine ich. Sonst müsst ihr Eintritt bezahlen. Aber wenn diese Mädchen sagen, aber das ist ja das Krasse. Das ist ja das Krasse. Hey, wenn die Alte sagt, ja, dann ciao, ciao. Beide können sagen ciao, ciao. Aber mit der kann man dann gute Bodypack machen. Ja, Kolumbien. Mit der kann man eine andere Sache machen. Mit der kann man fertig stehen, dann alles. Aber, Banküberfall. Aber, du kannst ja sagen, geh in die Bank rein, ich warte da hinten. Aber sobald die Chaya sagt, ich gehe mit dir und deinem besten Freund Swingerclub, dann kannst du es doch vergessen. Das ist halt deine Antwort. Durchgefallen für euch. Ja. Wäre für mich ja, jetzt auch nichts persönlich. Für mich jetzt auch auf jeden Fall nicht. Wir reden hier von wirklich Dings. Ja. Nicht Fachschritt, Dings. Gut. Ja, aber so, also unter Kollegen müsste er ja nicht auch seinem Kumpel eigentlich sagen, ey Bro, ich stehe auch auf die so mäßig. Weißt du, es gibt doch immer Beef ja, bei denen. Ja, das ist eine, diese Freundschaft ist schon sehr belastet, Bruder. Ja, uns. Weil ja. Er hat es mir auch schon nicht gesagt. Das heißt, ja, er ist sehr link. Stimmt. Ja, der hat, schon, link. Der hat den stimmt. Ersten linken Ding. Er hat ihn nicht gesagt, er hat erst geschrieben. Ja, es gibt. Er hätte ihm erst sagen der müssen. Wird auch, ja, der wird auch Messer im Rücken rammen. Mhm. Ja, okay, scheiße, Mann. Scheiße. Die also Freundschaft beenden scheiße, auch. Das sind so Leute, die mich vor Gericht exposen. Ja, Mann. Ja, okay. Okay, wir haben noch eine Frage von Nico. Mit Finger zeigen. Es Nico gibt ja so Leute, die sind generell zeigen gerne die Finger auf Leute, aber die sind ja halt nicht so. Das habe ich in der Folge, glaube ich, dreimal gemacht schon. Ja, zeigst du gerne den Finger ich auf Leute? Ich habe so gemacht immer. Ja, aber nicht. Nein, wir sind ja nicht vor Gericht. Wir sind nicht vor Gericht. Ja, bei Gericht. Vor Gericht ist doch Finger. Ey, vor Gericht bin ich hier weg. Vor ich Gericht nichts. Schneid der Finger ab. Der zeigt gar nicht mehr. Oder mit Finger auf Fotos zeigen, ist auch komisch. Ja! Was ist das nicht gut? Finger auf Fotos zeigen. Der war's. Achso, auf diese, okay. Ich dachte, bringt es unglückmäßig oder so. Nein. Ja, das bringt Unglück. Ja, je nachdem, wo man ist, ne? Okay, Nico fragt noch zum Schluss. Nico Beckspin, schönen Grüße an Nico Beckspin. Ey, Nico. Ey, vielleicht ist er es wirklich. Er fragt, was haltet ihr von offenen Beziehungen? Bruder, also ich persönlich halte davon absolut gar nichts. Also ich stelle mir jetzt mal einfach wirklich vor, meine Frau würde sagen, was hältst du von offener Beziehung, Bruder? Da wäre nur noch offene Tür, Bruder. Ich sage raus, entweder du oder ich, einer von beiden. Mit Männerwohnheim gehen, Armener Köln schlafen. Ja, Männerwohnheim. Ja, also ich glaube, für mich ist es jetzt auch nichts. Ich glaube, für uns alle, wie wir hier sitzen, nicht so, wenn jemand... Ja. Wenn jemand sagt, ey, wir beide haben uns so entschieden, dass das so ein Ding ist. Ja, scheint für Leute zu funktionieren, ne? Sollen hey, die machen, guck mal, oder? Es gibt ja Leute, die können damit umgehen, aber ja. Also... Jedem das seine. Ja, ja, ihr wollt ja von mir persönlich also nicht, wissen. Ja, das ist eine falsche Ausdrucksweise. Jedem das, was ihm gefällt, soll er machen. Ja. Genau. Fertig, ja. Voll. Habt ihr recht. Okay, noch eine Beziehungsfrage. Wir sind ja gerade alle hier in der Beziehung, ne? Okay. Ja, Bruder, ihr seid keine Baba-Beziehungsführer, wenn ihr uns so Fragen hier erbringt. Ihr könnt zu Hause Probleme ausbringen. Nein. Ihr habt doch geil geantwortet bis jetzt. Ja, da kann man nichts sagen. Da kann keiner was. Nur Probleme am Frühstückstisch. Ja. Am Frühstückstisch. Okay, doch, ja, noch eine Beziehungsfrage. Von ja. Komm, los, weiter. Ja. Mach mir Koffer vor meinem Haus. Wir wollen doch, dass morgen Koffer vor Tür stehen. Jetzt kommt der Schlüssel, der Tür abschließt hier. Schlüssel gewechselt. Komm. Schloss gewechselt. Jetzt wechseln wir Schloss. Bei Schloss gewechselt. Eigene Haus. Dann ist alles vorbei. Dann ist schon zweite Instanz bei Anwalt hinter dem Rücken. Bei Allah, zweite Okay, auf jeden Fall haben wir... Schloss auswechseln ist krass, Jungs. Dann ist vorbei. Dann geht Kneipe, bestellt euch eine Jägermeisterflasche. Trinkt die leer. Die Flasche. Und fangt nochmal bei Null an. Gleich die ganze Flasche, Alter. Jägermeisterflasche bei Null an. Okay, dann wissen wir das auch schon mal. Oh, herrlich. Aber Silas fragt noch, wie kann man eine Beziehung, die schon etwas länger geht, er sagt zum Beispiel anderthalb Jahre, noch ein bisschen... Voll lange. Ja, gut. Yes. Oder wenn der so. Wenn der, ja, aus oh, uns, ja, aus eure Sicht. Vielleicht ist er 12. Ja, der ist so 16, 17. Ja, für einen 16-Jährigen sind anderthalb Jahre lang. Oder vielleicht ist er 18, 19. So. Krass. Er sagt, wie kann man, wenn man schon so ein bisschen in einer Beziehung ist, das so ein bisschen verbessern, aufpeppen? Also kann es sein, schläft so ein. Erstmal wieder dick Streit machen und so, wieder alles nach unten reißen. Und dann schmeckt's wieder, wenn man überhaupt nur Händchen hält und so. Okay, krass. Verstehe. Oder nicht, dass du bei der Asbachflasche landest. Ja, ja, ja. Da ist so ein haarscharfer Grat, wo man so aufpassen muss. Ich erkläre es euch anders.
versucht selbstlos zu sein, versucht an euch zu arbeiten und man merkt dann zum Beispiel, aber ich habe noch nie Blumen mitgebracht, ich bringe jetzt heute einfach mal Blumen mit. Der Partner merkt ja, okay, ich kenne ja meinen Partner und sein Verhaltensmuster entspricht das nicht. Das heißt, er hat sich Gedanken gemacht. Er hat sich assig Gedanken gemacht. Ja. Und das, also wenn dann immer noch Koffer vor Tür ist, dann Asbachflasche halt. Also was auch immer. Geil. So mäßig okay. Halt. Versucht das auf ein höheres Level zu bringen, indem ihr eure Verhaltensmuster selber beobachtet und guckt, in welchen Sachen ihr einfach voll die Bastarde seid und dass ihr sagt, ey, guck mal, Schatz, ich weiß, dich fuckt das und das immer ab und so. Guck mal, Walle, mich fuckt's halt ab, das dann zu machen, deswegen mache ich es nicht, aber trotzdem bin ich über meinen Schatten gesprungen und hab dann jetzt das und das gemacht. Das ist schon mal sehr, sehr, ja, ja, sehr auf jeden, gut. Auf jeden, starke auf jeden. Antwort, ja. Das ist eine sehr starke Antwort. Seid euer eigener Psychologe. Boah, abo. Digga, Poete der Couch. Ja, Cello Galileo, was sagst du? Habt ihr mich doch gerufen, oder nicht? Ja, natürlich. Ich hab doch gerufen, hier, Dings. Natürlich. Hier bin ich, Bruder, Coach. Zähl weiter. Wenn noch mehr Dating-Fragen sind, können wir an dich weiterleiten, so auf Insta oder so irgendwie. Alter, bloß nicht, Bruder. Ich schick dir Nummer von meinen Jungs, die können dir alles beantworten. Ja, aber lass diesen, uns mal in Ruhe. Die wissen. Wenn wir dir sagen sollen, welche Goldkarte in FIFA Ultimate Team gerade sehr gut ist, welche Metakarten du investieren solltest, ja. Dann, Bruder, dann, ja. Dann bei euch. Aber so mit diesen Beziehungssachen. Bruder, ich brauche Silber-Beziehungsratschläge manchmal. Bruder, was ist das? Bruder, deswegen, wir haben nie dieses Image verkörpert, dass wir. Wir haben dieses Image verkörpert, dass wir allgemein immer eine ultimative Lösung haben, okay, das kann sein. Ihr seid beide in der Beziehung, das heißt, irgendwas müsst ihr richtig machen, so? Ja, aber also, Bruder, diese machen. Fragen, Alter, das ist... Gut, das, ich war, find, das haben wir doch schon durchgespielt, dieses Spiel, damit wir diese Fragen entgehen. Dass ihr Ruhe habt davor, ja, jetzt komme ich wieder mit sowas hier. Tut mir leid. Frühstückstisch und so. Ja, nee, das wird schon passen, hoffentlich. Vorne, wir haben schon mal... Chance, ja. Ja, okay, Bruder. Ich bin weg dann. Ja, der ist dann in Frankfurt, mir egal, was da passiert. Ey, wir haben so ein Motto, das ist dein Ast, auf den du sitzt, Frank. richtig. Dann am Ende vom Podcast haben wir immer noch so Empfehlung der Woche, wo jeder von uns quasi eine Sache noch kurz empfiehlt. Ja, kann alles sein. Kann ein Song sein, ein Essen, eine Lebensweise, scheißegal. Mit wem kooperiert ihr? Serie. Wem wollt ihr empfehlen heute? Mit welcher Regierung kooperiert ihr? Mit welchem Geheimdienst? Mit der US-amerikanischen. Mit welchem Geheimdienst seid ihr? Mit welchem Geheimdienst seid ihr down? Tilo. Wie bitte? Ja, die sollen anrufen für dich, dass du endlich einreisen kannst. Egal welcher Geheimdienst, ruft an, ja. Ja. Wir kriegen ruf bei Geheimdienst an, aber nicht bei Konsulat. Sonst kommt der nächste Mal hin, dann sagt alle wegen dir, rufen hier 1000 Leute an, du kommst jetzt erst recht nicht. Ich mach Shitstorm. Ja. An alle Geheimdienste mach Shitstorm bei Konsulat. Krass. Okay, jo. Erzähl. Ja, also, boah, soll ich anfangen? Ja, es kann egal was sein. Ne? Kann auch irgendein leckeres Essen sein oder, keine Ahnung, Film, was ihr gesehen habt. Kann alles sein. Erzähl, Budi. Ja, fang du mal an. Ich hab nichts. Okay, fang du an. Ey, ich weiß nicht, das ist so richtig auf Allmann-Basis. Jetzt werdet ihr mich vielleicht auslachen, aber ich habe mir so diese Wasserfilter gekauft. Hatte ich noch nie in meinem Leben, wo du so oben Wasser reinmachst und unten macht er diese ganze. Also Kalk Leitungswasser, meinst du? Und diesen ganzen Geschmack weg, Leitungswasser. Schmeckt richtig. Wassermax? Nee, wieso? Ich weiß nicht. Ich weiß, was. Das sind so Steine, diese, die sind, glaube ich. Diese Britta-Filter. Ah, Britta, mein Bruder hat für Britta in Wiesbaden gearbeitet. Wirklich? Ja. Ich habe mir den fetten Britta-Filter geholt. Ja. Britta ist beste, Bruder. Ja. Siehst du? Okay. Taunusstein. Ja. Britta, okay. Sitzt in Taunusstein. Ey. Guck mal, dann geil, dann habe ich bisher noch Hessen supportet hier. Ja, hast du, mein Bruder. Aber gerade in Köln, das Leitungswasser schmeckt so scheiße, weil so viel Kalk ist, weißt du? Okay, okay. Köln-Kalk. Weiß ich nicht. Okay. Ey, und mit diesem Filter schmeckt es einfach geil. Holt euch so einen Filter, wenn ihr scheiß Leitungswasser habt. Man, das ist meine Empfehlung. Ja, das ist geil. Also bei uns ist das Leitungswasser Quellwasser aus dem Taunus oder Bad Vilbel. Bei mir Weilbacher Urquelle kriege ich. Deswegen sind wir übrigens auch alle so hübsch in Frankfurt. Genau. Wir wohnen nur Models. Hab mich schon gefragt. Also sind alle Models eigentlich. Wir haben ja diese Model-Tan. Alle, ja, Model-Tan. Alle in Hessen haben diese. Ja, ja, das Tan, ist so auf diese Sonne. Doch, Bruder. Hier, guck mal, bei uns ja auch diese Weinanbaugebiet. Spiegelung von so Skyline und so. Nee, das ist ja auch Weinanbaugebiet. Da sind Sonne, Einstrahlung. Gute Luft. Die Luft, alles. Und auch das Wasser, das ist ja das A und O. Taunus ist super, ich wohne ja Taunus. 80% des Körpers sind Wasser. Ja, wie gesagt, wir sind hübsch. Models. Ist die Empfehlung, einfach hübsch zu sein? Ja, genau. Okay. Also, wir sind hübsch und link in Frankfurt. Ja, geil. Wir brauchen keine, also
diese Britta-Geschichten sind schön und gut, aber die brauchen braucht wir. Braucht ihr nicht. Wir sind nicht halt in Köln-Kalk, weißt du? Ja, scheiße, ja. Oh, Köln-Kalk ist aber auch lustig, Digga. Müssen wir umziehen, Digga. Ey, vielleicht Empfehlung, einfach nach Hessen zu ziehen. Habt ihr geiles Wasser? Nein, lieber nicht. Lasst, wir haben lass uns so mal schön. Nicht kommen. Okay. Bleibt, wo ihr seid, alle. Okay. Kann ich noch einen Abschluss hitten? Eigentlich müsste ich hast du noch einen? Was? Eine Empfehlung? Ja, irgendeinen Song, hast du irgendeinen Song? Hast du irgendeinen Song, den du gerade hörst? Oder ich empfehle euch irgendwas, warte. Ich muss kurz überlegen. Ansonsten kannst du vielleicht erst. Und ja, dann, komm, Bruder, genau. Komm. Da kannst du überlegen. Nee, Digga, ich habe sonst immer was, aber heute ist es irgendwie schwierig. Komm, gib die Mühe, Bruder, chill und ab, die sind heute da. Was ja. Einmalige Chance. Okay, was habe ich? Komm, ich muss nur einen. Was hast du auf den Herzen? Boah, gib mal eine Richtung, Dominik. Hast du irgendwie was Krankes im Fernsehen gesehen letztens? Serienmäßig. Wir haben das auf Netflix geschaut, wo die als Tiere verkleidet. Lass doch mal die ganze Elektrotechnik. Gibt's irgendwas anderes? Seid nur auf. Boah, also ich meine, ich bin gerade. Ich liebe Medien. Ich trainiere ja, gerade jeden Tag. Ja. Ich trainiere gerade jeden Tag Sport. Ihr seid wie Securities. Ich glaube, ich habe eine Baba-Empfehlung. Ich glaube, ich habe eine Baba-Empfehlung. Und zwar probiert mal Kampfsport aus. Ich habe es jetzt erst vor zwei Monaten ausprobiert oder so. Korrekt. Und ich muss echt sagen, das hat. Also ich finde, das hast du ja gestern gesagt, wo einer gestehen hat. Kevin hat abgenommen, da hast du gesagt, ich trainiere Boxen. Also. Ja, ich habe. Hey, der hat Boxen. Wisst ihr schon, der muss Boxen in L.A. Ich mache so einen Boxfight in L.A. in Dezember. Ach, du aus Amerika. Ja, Mann. Der sagt doch, ich bin dein Trainer oder irgend so. Okay, du kannst so Wasser. Du bist Trainer, Digga. Ja. Sag mal, ja. Juni, du machst mit Handtuch, Digga, mit Handtuch. Ich will sagen, dass wir dein Trainer sind. Du siehst doch aus wie ein Trainer, Digga. Ich zeig dir den Trainer. Bruder, ich zeig dir den Brooklyn Shuffle, Alter. So. Du machst dann den Brooklyn Shuffle in L.A., Bruder. Oder Clubber Lane, kennst du den? Ich zeig dir diese Nee, aber du zeigst mir den einfach. Ja, mach. Geil, machen wir so. Also, aber nee, no joke, jetzt Gags ist halt, ich finde, also Kampfsport hat mir auch so, vielleicht auch so ein Stück mehr Selbstbewusstsein und so gegeben. Das war, ist wirklich, es bockt sehr. Ich mache erst seit einem Monat oder so, aber es macht unfassbar viel Bock. Stark. Ich kann euch das sehr empfehlen. Ich persönlich mache obvious Boxen. Ich glaube aber auch sowas wie Kickboxen oder so, Judo, Karate, geil, alles sehr, sehr geil. Kann ich euch sehr empfehlen. Das ist krass, du musst halt deinen Kopf da anstrengen. Ja, man, das ist so konzentriert. Also du musst dich so krass konzentrieren. Das ist nicht einfach aufs Maul hauen. Du musst so konzentriert sein dabei. Alles. Ja, Mann. Voll. Übelst Abdi, geil. Hast du was? Alle, ich finde nichts. Chillo, komm, empfehle uns mal irgendwas. Und was geht's denn überhaupt? Was redet egal, ihr? Egal was. Alles. Aber was wollt ihr denn reden? Das ist meine. Geil erklärt. Ja? Er benutzt diesen Wasserfilter zum Beispiel. So einfach hast du eine Empfehlung, wo du sagst, oh, die Leute sollen es mal auschecken. Egal was. Essen, ein Essen, Restaurant, ein Barbershop, ein Getränk. Eine Klamottenmarke, ein kommt Möbelstück. Alle, kommt alle zu unserem Bruder Cengiz, Ecke Konzi, der Allerheiligenstraße, Automat spielen. Spaß. nein, spielt kein Automat. Trink eine Cola. Der hat auch diese türkische Kieseleiwasser, ist schön. Und sein Kaffee ist sehr, sehr schön. Also Kaffee trinken bei Cengiz ist super. Okay. Haben wir eine Empfehlung? Ja, guck mal, ich wohne ja sehr stadtnah. Ich bin noch am Umbauen und so. Ich bin noch weiterhin in der Stadt. Und dann immer, wenn ich Richtung Stadt laufe, so 10 Minuten locker, dann kurz ich bei Cengiz einen Kaffee trinken. So locker. Das ist cool auf jeden Fall. Geil, das finde ich eine geile Empfehlung. Allerheiligenstraße 15 geht dahin. Das ist sehr, sehr schön. Stark. Geil, ey, danke, dass ihr da wart. Gerne. Unfassbar nice. Aber was soll ich dir was sagen? Erzähl. Bevor wir alle danke, dass wir da waren, wir haben eine ganz krasse Sache vergessen, Alter. Und zwar? Haben wir noch Zeit? Wir haben noch Zeit, klar. Alla Mokka, Latte, Nanate, Alla, trinkt das Alla gefälligst. Selbstlos, wir sind. Wir haben selber eigene Getränke. Getränke, stimmt. Ja, wir haben ganz an Werbung gedacht, Bruder. Ja, voilà. Wir haben über McDonalds geredet und Britta-Filter. Wo kann man kaufen? Ja, wir machen LinkedIn-Ding. Wo kann man kaufen? Überall am Kiosk eures Begehrens. Und online auch. Kann online auf jeden Fall. Deswegen, ihr könnt Link rein. Wir machen einen Link. Haut schon drüber, wir packen in die Beschreibung. Checkt alle ab. Und Lieblingskiosk, das nicht hat, dann sagt ihm, hey, was ist los, Abi? Amo, dies, das habt ihr nicht. Nanate, Mokalatte, ich trinke das gerne, kannst du was bestellen. Im Großhandel oder beim Zwischenhändler, die haben das schon. Und wenn nicht online, hier ist der Link, checkt den ab. Checkt es ab. Probiert's genau. aus, gebt dem Probiert's Getränk aus. Eine Chance, macht euch selber ein Bild. Wenn es euch nicht schmeckt, okay, wir bleiben also Freunde. Aber wenn es euch schmeckt, bestellt direkt. Also ich kann nur sagen, alle großen Größen haben es getrunken und sie haben auch kleine gesagt, Größen sogar und auch die. Ja, aber jedem hat es gefallen. Jedem hat es gemundet. Packen wir in die Beschreibung. Das Besondere beim Nanatees ist es wirklich diese
marokkanische Minze, crispa. Ist es so, so Eistee-mäßig oder was? Das ist Eistee so? Mit echter marokkanischer Minze, nicht diese Mentholgeschmack, ja, wie Zähneputzen. Ja, ja. Die meisten Minzgetränke sind so wie Zahnpasta. Wie Fluorid, als würdest du Fluorid trinken, Alter. Aber Nana-Tee bei uns ist richtig diese Marokkminze. Bruder, vertrau mir, ich habe selber gemacht, das habe ich. Mit meinem Bruder Cello 35. Der ist wirklich saftig. Geil, ich hab's noch nie probiert. Wir werden Mokalatte ist auch richtig geil. Ja, Mokalatte ist dort die Besonderheit, dass er so ein bisschen süßlicher ist. Ist so ein Eiskaffee, oder? So ist ein Eiskaffee. So, ah, klingt krass. Ja, so lecker. Als die herkömmlichen. Ja. So ein Cold Drink. Ich will den Namen der Konkurrenten nicht sagen, aber was sagst du, egal. Auf jeden Fall gönnt euch, ich bin großer Mokalatte. Beim Sternkäfer meinst du? Ja. Der kommt nicht an unseren Kaffee. Schmeckt wie Werther's Original in Flüssig. Oh, okay. Krass. Werther's Echten. Oh, so krass. In Flüssig. Okay, krass. Okay. Weil da kann man sich das Kaffeenote. Das schmeckt wie Werther's Echte Kaffee. Und Dallmayr Prodomo. Genau, Dallmayr macht doch gut Kaffee. Ey, Männer. Danke, dass ihr da wart. Gerne, danke für eure Zeit. War unfassbar geil. Hat Spaß gemacht, uns auch. Schönen Gruß an alle. Abonniert den Channel hier. Atlanta, Chilo und Abdi, bald habt ihr uns. Wir kommen. Boah, hoffentlich, Digga. Wir brauchen diese Doku-Reihe. JD, Doku-Reihe. Wir sehen uns. JD, we are coming. The CIA gave us the green lights. The government gives green lights. Lasst auf Spotify auf jeden Fall eine Bewertung da. YouTube abonnieren und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao. Ciao. Ey, geile Folge, Männer.